Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich mit euch über meine Erkrankung Rheuma sprechen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim folgenden Video. So, los geht's mit dem Video. Heute spreche ich mit euch über meine Erkrankung namens Rheuma. Von Rheuma gibt es ganz viele Formen. Ich habe jetzt im Speziellen rheumatoide Arthritis. Das kann man sich darunter vorstellen. Also, wenn ihr es auf Wikipedia sucht, dann findet ihr als Beschreibung, es ist so eine Entzündungserkrankung der Gelenke. Ich habe vom vorletzten Jahr auf letztes Jahr Rheuma bekommen. Wie geht es los? Rheuma ist was relativ schleichen kommt und es ist auch was deswegen relativ lang zum Diagnostizieren braucht. Also angefangen hat es bei mir damit, dass ich immer, wenn ich aufgestiegen bin auf den Fuß, auf meinen rechten Fuß, dann hat mir das Fußgelenk immer so wehgetan. Das ist irgendwie nicht weggegangen, ich habe das wochenlang gehabt, bin dann zum Hausarzt und der Hausarzt hat mir dann so Schmerzgels gegeben zum Einmassieren und gemeint, es geht im Endeffekt wieder weg. Das kann sein, dass man das manchmal hat und ja, es geht wieder weg von selber. So, das war irgendwie so der Anfang. Das nächste, was ich weiß, war, bei meiner Schwiegermutter waren wir essen, zum Essen eingeladen und ich habe so gesagt, ich weiß nicht, was los ist, wenn ich so mache. Die Fingergelenke, die arbeiten so dagegen. Also ich brauche richtig Kraft, damit ich diese Bewegung mache quasi. Normalerweise, wenn man jetzt die Hand anzieht, dann ist das ja kein Kraftaufwand, es geht einfach instant. Es war auch so, dass ich genauso schnell bewegen, aber es war richtig anstrengend. Also so anstrengend wie normalerweise, wenn man so ein Handtrainingsgerät quasi dazwischen hat. Nur dass ich das nicht gehabt habe. Ja, und da habe ich schon zu ihm gesagt, ich weiß nicht, es fühlt sich alles so komisch an. Es ist einfach irgendwie, ich habe auch ganz automatisch immer so gemacht. Es war irgendwie komisch. So, nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich hatte noch nicht mal die Augen offen, habe ich mir gedacht, Gottes Willen, ich habe solche Schmerzen. Ich habe Schmerzen in der Hand, mir tut die Hand weh, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Dann bin ich sofort... Dann habe ich die Augen aufgemacht, habe mir meine Hand angeschaut und habe gesehen, im Prinzip, dass dieses erste Gelenk, da war es dick. Also das war ganz dick angeschwollen und da war so ein roter Fleck drauf. Der rote Fleck, der war nicht irgendwie so, wie es, wenn man mit einem Filzstift jetzt einen Fleck richtig dick raufmalt, sondern es war so ein verschwommener, roter, leicht rötlicher Fleck. Ja. Mit dieser Schwellung und der Tatsache, dass ich meine Finger nicht ordentlich bewegen habe können, sind wir dann zum Hausarzt gefahren, zu meinem Hausarzt. Der hat sich das dann angeschaut. Er hat mir dann gesagt, dass er eigentlich nicht weiß, wo das herkommt. Und ich habe dann Cortison bekommen. So, mit dem Cortison ist die Schwellung zurückgegangen. Ich glaube, es hat irgendwie so 3 Tage gedauert. Als das Cortison fertig war, habe ich wieder was bekommen. Und zwar ist dann mein nettes Handgelenk angeschwollen. Mein Handgelenk ist also angeschwollen, es war dann auch ganz dick, es hat furchtbar wehgetan und ich konnte es eigentlich nicht ordentlich bewegen. Also ich konnte meine Hand nicht bewegen, ich konnte sie nicht belasten, was viel schlimmer war. Ich konnte es auch nicht krümmen oder irgendwas. Es ist halt irgendwie total dämlich, vor allem wenn es die Schreibhand ist, weil man dann erst drauf kommt, wie viel Bewegungen man eigentlich macht, wo man es braucht. Vor allem ich habe keine Kraft erzeugen können. Also ich habe weder an was ziehen können, noch irgendwo dagegen drücken, noch sonst was. Dann sind wir wieder zum Hausarzt gefahren. Der hat wieder nichts gewusst, also er hat zumindest nichts gesagt, was es sein könnte. Ich habe wieder Cortison bekommen, es ist wieder weg. Als das Cortison aus war, ich glaube diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, habe ich wieder was bekommen. Nanuna. So. Diesmal habe ich es dann in der Schulter bekommen. Also da hat man jetzt nicht so unbedingt so die Riesenschwellung sehen können. Also bei der Hand war es ja wirklich so, da war teilweise auch der Mittelteil total dick. Also da oben war der Oberteil total dick, wie das angeschwollen war.
am Handgelenk ist es dann so in die Hand reingegangen, in den Handteller. Bei der Schulter war es so, also man hat schon hinten ein bisschen gesehen, dass es nicht so aussieht wie original im Vergleich zur anderen Schulter, aber es war jetzt nicht so, dass man sich denkt, das ist jetzt eine Riesenschwellung oder so. Was aber das Problem ist, ist, der Arm war dann so festgemacht. Also der hat sich, man konnte nicht so machen, sondern war quasi am Körper mehr oder weniger angeschweißt. Ja, so. Wenn man morgens aufwacht und der Arm ist quasi am Körper anliegend fest gemacht. Mit Anziehen ist da nichts. Nein, nein, nein. Den Arm zu bewegen, man kann dann schon mit dem anderen Arm, es ist nicht so, dass sich das Gelenk grundsätzlich nicht bewegt. Man kann mit dem anderen Arm diese Bewegung machen. Die Schmerzen, die wollte ich nicht wissen. Also alleine, dass man das 2, 3 Millimeter bewegt, ist furchtbar. Und jetzt ohne Übertreibung, es ist wirklich, ich hab mir in Jugendtagen den Arm so durchgebrochen. Ich habe mir das Handgelenk schon, also ich habe beide Handgelenke jeweils schon gebrochen. Ich habe meine Finger gebrochen, ich habe meine Zehen gebrochen. Und das war wirklich das Schlimmste. Und das ist ein Kindergeburtstag dagegen. Das ist ein Kindergeburtstag dagegen. Also Rheuma ist grausam. Grausam. Ich konnte mich also eigentlich nicht anziehen, weil ich ja meinen Arm nicht bewegen konnte. Ich hatte furchtbare Schmerzen, mein Freund musste zur Arbeit, konnte mich nicht fahren. Ich habe dann meine Eltern angerufen, die total weit entfernt gewohnt haben damals. Also die mussten, glaube ich, eine Dreiviertelstunde damals zu mir kommen, also zu mir fahren. Ich habe die angerufen, ich habe geweint am Telefon. Ich hatte solche Schmerzen, ich kann es euch überhaupt nicht sagen. Ich konnte den Arm nicht bewegen. Ich habe meiner Mama am Telefon noch gesagt, sie muss mir einfach beim Anziehen helfen. Ich kann mich nicht anziehen. Wir haben es dann so gemacht, wir haben mich nicht angezogen. Ich hatte so ein Schlaf-T-Shirt an und wir haben dann mehr oder weniger einen Pulli drüber gehängt. Und das Schlaf-T-Shirt war ja zum Glück dunkel, also man hat mich durchgesehen. Ich glaube, meine Mama hat mir drunter so ein Bandeau-BH angezogen, dass ich quasi nicht komplett nackig beim Arzt stehe. Ja. Auf jeden Fall haben wir nur einen Pullover drüber geworfen und eine Hose hat sie mir geholfen anzuziehen. Ja, ich kann euch nur sagen, Hintern auswischen beim Klo gehen ist eine interessante Geschichte. Funktioniert dann nämlich mit der Schreibhand nicht. Ist dann der Moment, wo man feststellt, dass das mit der Nicht-Schreibhand nicht so gut funktioniert. Ja. Sind die peinlichen Momente im Leben, die man vergessen möchte. Ja, gut, ja. Auf jeden Fall sind wir zum Arzt. Der Arzt hat wieder Cortison verschrieben und dann habe ich gesagt, ob er nicht irgendeine Ahnung hat, was das ist. Er hat dann schon gesagt, es könnte sein, vielleicht Rheuma, aber das wäre so unwahrscheinlich und Leute in meinem Alter, die haben ja noch gar keinen Rheuma, das ist ganz selten und ich habe sicher irgendwas anderes, aber weiß noch nicht so genau was. Ich habe mir 100 Kapseln Blut abgenommen für alle möglichen Tests und bla und hin und her. Ja. Dann, als es weg war, kam es wieder. Dann kam es im Knie. Ich bin morgens aufgewacht, mein Knie hat so wehgetan. Und ich kann nicht nur sagen, wenn ich, also ich habe es nie in der Hüfte gehabt. Ich stelle mir vor, in der Hüfte ist es am schmerzhaftesten. Aber wenn ich ein Ranking machen müsste, im Knie ist es am furchtbarsten. Dann kommt die Schulter und dann kommt, also in der Hand ist alles aushaltbar. Es ist zwar auch nicht nett und man ist sehr eingeschränkt, aber es ist nicht so, dass man glaubt, man stirbt. Beim Knie ist es so, die Schmerzen sind unglaublich. Unglaublich. Ja, ich war da beim Arzt. Also ich habe wieder meine Eltern angerufen. Also ich glaube, es waren meine Eltern damals, die mich zum Arzt gefahren haben. Das Tolle ist, wenn ihr das im Knie habt, ihr könnt das Knie auch nicht bewegen. Also sobald Rheuma aktiv ist, ist das Gelenk mehr oder weniger steif. Ihr könnt es an und für sich nicht bewegen.
Und wenn ihr das mutwillig bewegt, also wenn ihr jetzt mit dem anderen Arm den Arm anhebt oder wenn ihr mit der Hand beim Knie nachhelft oder so, es erzeugt so grausame Schmerzen, das ist wirklich grausam. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man es mal erlebt hat. Ja, auf jeden Fall. Gehen war nicht so toll. Also ich glaube, meine Mama hat mich damals gestützt, dass ich irgendwie zum Arzt komme. Ja, ich habe dann wieder Cortison bekommen. Ich habe dann irgend so eine längere, ziemlich grausame Cortisonkur bekommen. Ja, es war auch der Tag, also ich habe so ein bisschen mit Blasenentzündungen zu tun und wir waren damals in einer Wohnung, wo der unter uns nicht geheizt hat und es war gerade Übergangszeit von Winter auf Frühling. Der Boden war total kalt und ja, ich konnte mich ja nicht wirklich bewegen. Ich habe den ganzen Tag auf dem Teppich am Boden verbracht, mir war es so kalt. Aber was hätte ich tun sollen? Aufrichten und so. Ich war am Anfang auf der Couch, aber ich musste ja irgendwann mal auf die Toilette. Also ich bin den ganzen Tag auf der Couch gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, bitte muss nicht auf die Toilette. Aber irgendwann ist die Zeit gekommen und du musst auf die Toilette. Ja, ich bin nicht gegangen, sondern ich bin am Boden gesessen mit ausgestreckten Beinen und habe mich mit meinen Armen nach hinten gezogen bis zur Toilette und habe dann mich irgendwie raufziehen müssen. Das waren die Schmerzen meines Lebens. Im Knie ist es wirklich so, da waren die Schmerzen so stark. Ich bin nicht bewusstlos geworden, aber da war es immer kurz so schwarz vor Augen. Also das war wirklich, da ist mir immer schwarz geworden. Es war entsetzlich. Und deswegen habe ich dann nachher den ganzen Tag auf dem Boden verbracht, weil ich mich einfach nicht auf die Couch ziehen konnte, weil es hat so unglaublich weh getan. Ja. Auch mit Essen und so war nicht so toll. Also in greifbarer Nähe waren so knappe Sachen, von denen ich mich irgendwie ernährt habe. Und abends hat mir dann mein Freund quasi was zum Essen gemacht. Ja, im Knie ist es wirklich grausam. Wirklich, wirklich grausam. Was hat mein Hausarzt getan? Mein Hausarzt hat damals was getan, was ja in seinem Ermessen wahrscheinlich richtig war. Die anderen Hausärzte haben mal jetzt gesagt, das war Wahnsinn. Ich habe eine sehr, sehr starke Cortisonkur bekommen. Die war so stark, also die ganzen anderen Ärzte haben alle gesagt, die war so dermaßen überdimensioniert, dass sie gar nicht abschätzen hätten können, was da passiert. Ich hatte damals schon, wie soll ich sagen, ich hatte ungefähr 4 Kilo für meine Verhältnisse zu viel drauf. Es gibt so ein Gewicht, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, da kann ich nachts schlafen, wenn mein Bauch nicht im Weg ist oder so. Und da habe ich 4 Kilo mehr drauf gehabt. Also ich war eigentlich gerade für meine Verhältnisse ein bisschen mollig. Und dann habe ich die Cortisonkur bekommen. Jeder, der schon mal Cortison bekommen hat, weiß, dass man da erstmal einen furchtbaren Heißhunger bekommt, furchtbar Wasser überall im Körper bekommt und ziemlich Gewicht anhäuft. So. Ich habe immer noch, wie viel habe ich zu viel? 12 Kilo habe ich jetzt zu viel. Also ich bin von, wie viel habe ich gesagt? 4 Kilo auf 12 Kilo zu viel gekommen. Ich habe in der Woche so viel Wasser eingelagert, ich habe mich krank schreiben müssen, weil meine Oberschenkel so dick geworden sind wie die von einem Elefanten. Das Fleisch über das Knie quasi drüber gewachsen ist und ich meine Knie nicht mehr anwinkeln konnte beim Gehen. Meine Beine waren so schwer, ich kann es euch überhaupt nicht beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Es war furchtbar. Ich hatte so viel Wasser eingelagert. Er hat natürlich nicht dazu gesagt, wenn man Cortison nimmt, dass man kein Mineralwasser trinken soll. Einfachste Sache der Welt, wenn man dem Patienten sagt, dass er kein Mineralwasser trinken soll, dann tut er es auch nicht. Ich wusste halt nicht. Ich habe Mineralwasser getrunken. Es fördert anscheinend die Wassereinlagerung total. Und ich habe ausgesehen wie ein Elefant, wie ein aufgeschwemmter Elefant. Also alles ab der Hüfte abwärts war überdimensional. Ich konnte nicht mehr in die Schuhe rein. Ich habe dann größere Schuhe gebraucht und es war grausam. Ich konnte sogar an einem Tag bin ich krankgeschrieben worden. Ich konnte nicht mehr auf die Fußsohlen aufsteigen, weil die Fußsohlen so voller Wasser waren, dass wenn ich aufgestiegen bin, die haben das Gewicht nicht getragen. Es hat sich angefühlt, als wenn die Fußsohlen platzen würden. Es war unglaublich schmerzhaft, bin ich auch krank geschrieben worden. Ja, es war eben der Punkt, wo ich dann beschlossen habe, den Hausarzt zu wechseln.
Ich habe mir einen neuen Hausarzt gesucht, eine Hausärztin. Und die hat mir dann geholfen. Also die hat mich dann zu Fachärzten, zu den verschiedenen überwiesen, weil sie auch nicht gewusst hat, was ist. Und da bin ich relativ schnell zu einem Internisten überwiesen worden. Da hatte ich totales Glück. Es war so. Ich bin überwiesen worden zu einem Internisten, der eigentlich jetzt nicht unbedingt so toll wäre für Rheuma. So, das hat der aber, ich weiß nicht, ob er Urlaub gehabt hat oder krank war. Auf jeden Fall war er nicht da und ich musste mir einen eigenen raussuchen. Ich habe mir natürlich einen mit guten Bewertungen rausgesucht, der eben auch bei der Krankenkasse dabei ist und so. Ja, dann habe ich dort angerufen und da hatte ich ein totales Glück. Normal muss man da, Entschuldigung, ewig warten, ewig. So, ich habe angerufen und sagt die zu mir, ja, eigentlich müssen sie total lange warten, müssten, aber heute ist ein Termin ausgefallen. Also wenn sie heute kommen könnten, das war schon total knapp, weil ich musste gleich losfahren, dann können sie mich dran nehmen. So, ich bin auf ins Auto und weggefahren. Echt. Bin dann hin. Ja, die haben mich dann drangenommen und der war total nett. Der hat mir alles erklärt. Der hat mich auch generell durchuntersucht, also auch die Organe angeschaut und so, hat sich viel Zeit genommen. Und der hat mir dann auch schon mal erklärt, was Rheuma wäre. Also grundsätzlich. Wobei ich das da so ein bisschen verdrängt habe. Auf jeden Fall, er hat das schon mal so ein bisschen im Auge gehabt. Und ja, dann, ich glaube, ich hatte dann noch einen Termin bei ihm. Da hat er dann dieses, gibt so ein Punktesystem. Also das erste Mal musste ich irgendwie Laborwerte abgeben, bla, Lebergras. Und dann kam ich nochmal zu ihm und da gibt es so ein Punktesystem, das könnt ihr auch im Internet nachlesen, ich glaube, steht auch auf Wikipedia. Sorry. Nachdem bewertet wird, ob du jetzt Rheuma hast oder nicht, auf jeden Fall, ich habe relativ viele Punkte gehabt. Und ja, somit war die Vermutung einfach nahe, ich habe Rheuma. Und habe auch sofort dieses Basismedikament mehr oder weniger bekommen, das ist dieses Evitrexat. Mit dem Wirkstoff Methotrexat, ja, habe ich bekommen und ich habe einen Termin im Krankenhaus bekommen. Diesen Termin im Krankenhaus habe ich versäumt, was ganz schlecht war. So, ja, dann habe ich ihm gesagt, ja, dass ich den versäumt habe, weil ich mir wehgetan habe und deswegen nicht dran gedacht habe, dass ich dann ins Krankenhaus musste und ob ich dann auch mal einen Termin haben kann. Das Blöde ist, man kann nicht einfach so hingehen. Also die Rheuma-Ambulanz ist mit Termin und die Termine, da musst du 3 Monate warten. Rheuma ist so, wenn du das ganz, ganz stark hast, in den Händen, dauert es, also so hat er mir erklärt, ungefähr 4 Wochen. Und dann deformieren sich deine Finger. Kennt doch bei den alten Damen diese oder alten Männern diese verkrüppelten, verbogenen Finger, die nicht mehr so ganz original aussehen. Das ist Rheuma. Das wollte ich nicht. So. Jetzt hat der Internist Gott sei Dank eine Ärztin im Krankenhaus gekannt und hat die angerufen, ob es nicht doch möglich wäre, dass ich da irgendwie drankomme. Und die ist total lieb. Also bei der Ärztin bin ich jetzt noch. Die hat mich drangenommen, die hat mich behandelt, die war total lieb, die haben mir alle erklärt, wie das alles ist. Ja, bei der bin ich seitdem in Behandlung. Also für alle, die Rheuma haben und interessiert sind, ich bekomme die Behandlung Evitrexat in Verbindung mit Zimtzia. Zimtzia ist eine Spritze, also ich bekomme das als Spritze. Alle 14 Tage und 400 Milliliter, glaube ich, sind das. Ja, das bekomme ich derzeit. Rheumaprobleme habe ich nicht mehr seit der Behandlung. Ich habe allerdings alle möglichen Nebenwirkungen. Ich muss allerdings sagen, also wenn man ganz ehrlich ist, Rheuma ist so grausam. Man müsste schon wirklich starke, grausame Nebenwirkungen haben, dass man sagt, man hat lieber Rheuma als Nebenwirkungen. Auch wenn ich sagen muss, die Nebenwirkungen machen das Leben auch nicht so lebenswert. Also manche von denen. Also ich hatte zum Beispiel das erste Mal, wie ich mir die Spritze gegeben habe. Naja, die habe ich mir noch gar nicht selber gegeben. Die hat noch der Hausarzt gegeben.
Das allererste Mal da bin ich im Bett gelegen, habe mich am Bett festgehalten und ich habe die ganze Nacht Schwindel gehabt. Also der Raum hat sich gedreht in einem Tempo. Mir war nicht schlecht von der Spritze, mir war schlecht davon, dass sich der Raum so gedreht hat. Und ich habe mich die ganze Nacht gefragt, ob ich ins Bett kotze oder nicht, oder ob ich es aushalte, ob ich da kaputt werde im Bett, ob ich morgens hin bin oder keine Ahnung. Das war furchtbar. Mir war total oft übel, vom Ebitrexat sind mir eine Zeit lang richtig Haare ausgefallen, also so wie ihr das aus den Krebsfilmen kennt, richtig strähnenweise die Haare raus. Ich habe dann ich glaube Plantur 29 heißt es, verwendet. Das hat dann geholfen, dann sind die Haare nicht mehr ausgefallen. Es heißt auch, dass die immer nur eine Zeit lang ausfallen und dann beruhigt sich das wieder. Ja, und von Zimtje habe ich immer noch Nebenwirkungen, über die ich dann aber im nächsten Video mit euch reden möchte. Das erklärt nämlich, warum ich eine Zeit lang nicht mich getraut habe, Videos aufzunehmen. Ungefähr. Ja, was wollte ich noch zu Rheuma sagen? Rheuma ist so eine Krankheit, die kommt schubweise. Also es ist dann nicht so, dass ihr das immer habt, sondern es kann sein, dass jetzt 3 Jahre Ruhe ist. Dann habt ihr es wieder voll extrem, so von einem Tag auf den anderen. Dann habt ihr wieder eine Woche Ruhe. Also ihr wisst nie, wie lange habt ihr es, wann geht es wieder weg, wann kommt es wieder. Ist irgendwie so ganz scheiße. Ganz ehrlich, es ist nämlich auch dann beim Medikament so, es sagt dann auch die Ärztin, wenn es besser wird, das Medikament deswegen nicht absetzen, weil du weißt ja nie, wann der nächste Schub kommt. Und wenn der Schub kommt und du nimmst das Medikament, also du hast das Medikament vorher nicht intus, es braucht eine Zeit, bis sich das aufbaut, dann ist es so, bis sich das aufbaut, kannst du schon bleibende Schäden in den Gelenken haben. Und bei mir war es auch schon so, dass bei einer Röntgenuntersuchung diese Entzündung, ich glaube in diesem Finger, im kleinen Finger, im untersten Gelenk festgestellt werden konnte. Und ich bin überhaupt nicht heiß drauf, vor allem weil ich ja Softwareentwickler bin und meine Hände quasi für den Beruf benötigt werden, bin ich da überhaupt nicht heiß drauf, die irgendwie zu verstümmeln oder so. Es gibt ja auch so, also ich kann nur das sagen, was mir gesagt wurde. Es gibt da Bücher und Videos und Anleitungen drüber, wie man den Ernährungsstil quasi so ändert, dass das von selber weggeht und man keine Medikamente nehmen muss. Die Ärztin hat mich gewarnt, sie hat immer gesagt, sollte das wirklich funktionieren, würde sie es mir sofort empfehlen, weil die Medikamente einfach nicht toll sind, sie schädigen den Körper, sie sind ganz furchtbar, aber es ist so, alle, die sich da so gesund ernähren und quasi einen Besserungseffekt erleben den Besserungseffekt nur, weil sie sich vorher gar nicht gesund ernährt haben. Also der Effekt, den die erleben, ist nicht, dass das Rheuma besser wird, sondern dass es dem Körper besser geht, weil sie sich plötzlich gesund ernähren. Das Rheuma ist aber messbar genauso schlimm wie vorher. Und wenn dann der nächste Schub kommt, dann hast du ein Problem. Und davor warnen sie dann immer, dass du das nicht tun sollst. Ich verurteile jetzt keinen, der es macht oder das probiert oder wo es angeblich funktioniert. Die Ärztin hat immer gesagt, wenn irgendwann eine Studie beweist, dass es funktioniert, dann macht sie da sofort mit. Aber sie haben schon so oft probiert, diese Besserung messbar zu bekommen. Es hat noch kein einziges Mal funktioniert. Und sie wissen auch von keinem anderen Bericht, von irgendwem, dass das jemals messbar war, dass dann Erfolg da war. Und sie hat gleich gesagt, ich soll mich da nicht spielen, ich bin noch so jung. Normalerweise bekommt man das erst viel später. Und wenn ich mich jetzt damit spiele und am Anfang gleich irgendwo ein Gelenk kaputt geht, dann habe ich das einfach mein Leben lang. Wenn mein Knie kaputt geht, brauche ich ein künstliches. Und das ist nicht witzig. Das tut dann auch sehr weh. Ja. Rheuma ist noch, als kurze Erklärung, ist eine Autoimmunkrankheit, das heißt, das eigene Immunsystem zerstört dich quasi. Das heißt, die Medikamente, die du bekommst, wirken auch so, dass dein Immunsystem quasi blockiert wird. Also es wird in seiner Funktion blockiert. Jetzt werden alle sagen, ja, und ohne Immunsystem? Genau das ist es. Dein Immunsystem funktioniert dann nicht mehr so toll. Du wirst dann ganz oft krank.
fühlst dich scheiße und so weiter. Also es greift richtig tief in die körpereigenen Mechanismen ein. Räume ist auch noch nicht komplett erforscht, also es ist nicht hundertprozentig klar, wo es herkommt und wie es zu beheben ist. Das ist ein Weg, der gefunden wurde, wie man es besser machen kann, aber es kann sein, dass die in 5 Jahren draufkommen, eigentlich war das nur ein Zufall oder das ist nur ein Teil von dem, was man bräuchte und so weiter. Deswegen werden auch sehr viel Werte gesammelt von den Patienten, damit die einfach quasi erforschen können, wo kommt es jetzt wirklich her, was kann man machen, damit es besser wird und wie kann man das machen, ohne den Körper quasi so stark zu beeinflussen. Ja. Ja, ich wollte das Thema einfach mal ansprechen, weil ich glaube, dass da draußen vielleicht auch mehr Leute sind, die Rheuma haben, die darunter leiden. Ich kann nur sagen, ich habe seitdem rheumamäßig keine Probleme, aber wie gesagt, ich kämpfe ein bisschen mit den Nebenwirkungen, wie Übelkeit, Hautausschläge, irgendwelchen anderen Blödsinn, dass die Wundheilung zwischendurch mal gar nicht funktioniert und ich ewig offene Wunden gehabt habe und solche Sachen halt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich sag's gleich, es braucht keiner Mitleid mit mir. Mitleid hilft mir nicht und Mitleid mag ich auch nicht. Ja, in diesem Sinne, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich super, super riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst und bitte abonniert meinen Kanal. Ja, in diesem Sinne, ciao!